Hallo und herzlich willkommen bei wachtelfarm.com. Einfach nur mal ein kurzes kleines Statusvideo. Den Wachteln geht es soweit ganz gut. Ich habe eine Wachtel unter den Jungen, bei der sich wohl ein Gelenk entzündet hat. Ich habe gerade eben schon gedacht, ich müsste sie erlösen. Ich habe mir das dann aber genauer angeschaut, als ich sie in der Hand hatte. Ja, und warte mal noch einen Tag, zwei Tage, gucke mal, wie sich das entwickelt. Ja, und in der Zwischenzeit machen wir hier ein kleines Video über einen schönen neuen Leckerbissen. Ich habe die Futterbälle wieder befüllt. Die hellen Wachteln, die helle Gruppe, die ich hier habe, ist sehr schüchtern, sehr misstrauisch. Die habe ich eine Woche später geholt, wie die andere Gruppe. Von daher, ja, seht ihr, passiert gerade nicht viel. Befüllt habe ich die Futterbälle heute ausschließlich mit Vogelmiere und Brennnesseln. Ja, eine kleine Belohnung für die Damen und auch ein kleiner Ansporn. Vogelmiere ist ja so ein wahres Kraftfutter für Hühnervögel. Das mögen sie unwahrscheinlich gern. Ja, Eierproduktion. Wir haben heute den 8. April, sprich gestern war der 7. Ich muss sagen, Zusatzbeleuchtung hin oder her. Dieser obere Bereich hier ist nicht zusätzlich beleuchtet. 20 Wachteln drin, 5 Eier. Eine Etage tiefer auch 20 Wachteln drin, genau gleich halt. Waren es gestern 15 Eier, da läuft eben noch die Zusatzbeleuchtung mit. Also es macht sich schon bemerkbar, diese Tageslänge. Von der Fütterung her, vom Wasser her, beide Seiten gleich, auch von der Einrichtung her beide Seiten gleich, so dass man das dann wirklich mal gut austesten kann, was sich wie auswirkt. Ja, ich hoffe mal, dass die Vogelmiere und auch die Brennnessel als Kraftfutter so ein bisschen dafür sorgen, dass die Legeleistung steigt. Noch ist es tatsächlich so, dass die alten Wachteln, in Anführungsstrichen, sprich die Gruppe vom letzten Jahr, das sind noch 30 Stück, dass die immer noch mehr legen wie die 40 neuen jungen Wachteln. Also gestern waren es beispielsweise bei den neuen Wachteln insgesamt 20 Eier. Bei den alten waren es 26. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Wie gesagt, hier ist jetzt nicht viel zu sehen. Diesbezüglich, ich zeige euch mal die Sandbadeecke. Da ist ein bisschen was los, beziehungsweise fürs Staubbad. Die Damen haben ja aber nichts Besseres zu tun, als der Einstreu da auch mit rein zu befördern. Ja, ihr seht, es ist Bewegung drin. Es geht allen gut. Hier oben wollen die echt nicht fressen. Unten, habe ich gerade gesehen, stürzen die sich wie die Wilden auf den Futterball. Ich gucke mal, ob wir das einfangen können. Machen wir hier mal zu. Das ist eben dieses misstrauisch. Also die Gruppe oben, die ich später geholt habe, ist viel misstrauischer. Jetzt diese Gruppe. Ihr seht, ja, Vogelmiere und Brennnessel, die ultimative Mischung. Also es kommt gut an bei den Damen und man sieht jetzt auch mal richtig schön den Futterball in Action, wie er sich wegdreht, wie er sich schaukelt und bewegt. Das heißt, die Damen müssen sich ein bisschen ranhalten, ein bisschen was tun fürs Futter. Ich muss echt sagen, für die Beschäftigung, gerade ich sag mal in so einer Stallhaltung mit Stallhöhen von 50 cm sind die Futterbälle echt Gold wert. Super. Also die Wachteln reagieren und machen. Und ja, gut. Das war's von meiner Seite. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Wenn du irgendwelche Anmerkungen hast, schreib sie einfach in die Kommentare. Und falls noch nicht geschehen, lass ein Abo da und verpasse keins unserer Wachtelvideos. Bis zum nächsten Mal.